mir zu Gast ist heute Thorsten Röhr. Er ist der Chef von Schlafoptimal. Für diese Zeiten, für den Stress, ne, für die Krisen braucht man guten Schlaf. Warum eigentlich, Thorsten? Im Schlaf erholt sich unser Körper, wir regenerieren, die Zellen erneuern sich, man ist dann leistungsfähig, kann gut in den Tag starten. Es ist ganz wichtig, dass man abends nicht die Probleme mit ins Bett nimmt, dass man also das, was man am Tag so alles so mit sich rumschleppt, abends dann auch mal beiseite legt. Das kann sein, ein guter Tee, ein gutes Buch, vielleicht nicht der letzte Krimi, und dass man auch regelmäßig schläft. Unser zirkadianer Rhythmus sagt aus, dass wir immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen sollten und aufstehen sollten. Viele müssen ja sehr früh aufstehen, ne? Gerade so die Schüler, die Studenten, ja. So um 7 aus dem Haus. Findest du das gut? Oder so? Nein, das finde ich nicht gut, weil man sollte den biologischen Rhythmus der überwiegenden Mehrheit unserer Bürger und Menschen berücksichtigen. Und da gibt es ja viele Debatten, und die führen dazu, dass die Schule am besten erst so gegen um 8 bis um 9 beginnen sollte. Und generell muss man sich auch ordentlich hinlegen, dass man gesund bleibt, oder? So wie ich mich bette, so schlafe ich. Und ich sollte möglichst komfortabel, druckfrei, verspannungsfrei liegen. Dann drehe ich mich weniger in der Nacht und bin dadurch ruhiger und tiefer im Schlaf und habe mehr Regenerationspotenzial. Und man altert auch langsamer, also man lebt länger, wenn man also nachts die Regenerationspotenziale voll ausnutzt und nicht nur auf die Ernährung und die Bewegung achtet, denn der Schlaf ist essentiell, um uns von innen heraus zu erneuern.